迷子になったらどこで待つ、テテゴと母ゴどこで待つ、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻は足で待てばよい、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻は足で待てばよい、母ゴがいなけりゃどこで待つ、テテゴだけならどこで待つ、ごとごと回る歯車待たずに乗って行けばよい。Stehen bleiben! Sag mir auf der Stelle, wer du bist. Stehen bleiben! Stehen bleiben, sag ich! Los! Antworte! Ich habe dich gefragt, wer du bist. Was willst du hier? Er hat ein Dotanuki-Schwert. Eine schöne Waffe, die selbst Knochen durchschneidet und die sich auch von einem Pferd aus frei bewegen lässt. Ein ausgezeichnetes Schwert für die Schlacht. Ich behalte es, wenn du nichts dagegen hast. Hey! Oh, 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 oh! Du sollst mir endlich antworten! Sonst werde ich diesem Kind die Kehle durchschneiden. Nun, ich bin hierher gekommen, weil ich in der heißen Quelle baden will. Das heiße Wasser soll gut sein für die Gesundheit. Ich verstehe. Aber du kannst sowieso nicht mehr weg hier. Wir haben was dagegen. Du hast gesehen, wie dieser jämmerliche Kerl gestorben ist. Los, komm, folge mir. Los, geh vorwärts. Schade, ihr habt kein Glück, du und das Kind. Anstatt in der Kur seid ihr zwei in der Hölle gelandet. Tut mir schrecklich leid für euch. Lass mich los, Mutter! Bitte, lass mich los! Lass mich!
Oh, es ist die Hölle. Das ist die Hölle. Alle Frauen werden von ihm getötet. Hört auf! Ihr sollt aufhören! Okayo! Okayo! Ihr Teufel, ich werde euch töten! Oh, ihr Bestien! Was? Schon tot? Na, dann weg mit dir. Er sagt, er ist zum Baden hierher gekommen. Ich habe ihn erst mal mitgebracht. Dieser Kerl hat gesehen, wie wir Minokichi getötet haben. Darum konnten wir nicht einfach so gehen lassen. Sein Schwert hier habe ich ihm abgenommen. Er hat ein Kind und scheint ganz harmlos zu sein. Mir scheint, als wären wir uns schon mal begegnet, irgendwo. Wie ist es? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich weiß nicht, wo das gewesen sein sollte. Also nicht? Naja, dann verwechsle ich dich vielleicht. Aber irgendwie kommst du mir doch bekannt vor. Dieser Kerl besitzt ein sehr gutes Schwert. Ich dachte, er versteht es geschickt zu führen. Nur wenn er sich so leicht erschrickt, ist es nicht weit her mit seinen Künsten. Hör gut zu. Wenn du nur einen kleinen Fehler machst, werde ich deinem Kind und dir diese Wurfmesser in den Hals stoßen. Na schön. Bringt ihn zur Badehütte. Jawohl. Ja. Los. Los, komm mit. Wiedersehen. Viel Spaß noch. Pass auf, dass du dich ertrinkst. Ja. Ja, dann mal los, Papi. Er ist wirklich sehr gut, dieser Fremde. Was sagst du? Er hat sich bei deinen Messerwürfen nicht einmal gerührt. Er hat ganz ruhig dagestanden. Ja. Und außerdem dieser Blick. Er sieht dich genauso an, wie man auf das Wasser blickt, ungerührt. Ich bin der Meinung, er ist besser und mutiger als du. Nun gut. Hör auf, Monosuke. Herr Shigarami, sagen Sie mir, Sie glauben, er hat sich über meine Wurfmesser lustig gemacht? Das wollte ich damit nicht sagen. Nur er hat dir mit einem erschreckend ruhigen Blick ins Gesicht gesehen. Das ist alles. Ich habe nur darüber gesprochen. Alles klar. Ich werde feststellen, ob er wirklich so gut ist. Und das auf der Stelle! Monosuke! Boss, lass ihn doch. Außerdem, wenn er wirklich gut ist, könnte uns vielleicht einige Schwierigkeiten bereiten. Es wäre besser, wir bringen ihn ganz schnell um. Vati! Was ist denn mit deiner Frau? Ist sie abgehauen? Naja, so ein herrenloser Samurai. Vernünftig leben kann man doch so nicht. Die Frauen überlegen es sich gut. Hey, warum lässt du das Kind nicht irgendwo zurück? Sag mal, du bist mir ja ein komischer Kauz, dass du dieses Kind mit dir herumschleppst, hä? Wie du sicher schon gemerkt hast,
hast du es hier mit einer Räuberbande zu tun. Denk daran, wenn du dich gegen uns stellen willst, und sei lieber vorsichtig. Hier rein. Hey, ein Gast. Mein Herr, was kann ich tun? Opa, hey, dieser Mann könnte euch Bauern vielleicht helfen. Bitte ihn doch mal schön darum. Was meinst du? Vielleicht hat er geschickte Hände. Na, hoffentlich freut ihr euch über diesen Zuwachs. Los, kommt rein. So. Noch so einer. Musste das sein? Es ist sowieso schon eng genug. Und jetzt noch ein Kind dazu, wenn der Junge nun ins Bett macht. Immerhin noch besser als dein Affe. Der macht doch überall seinen Dreck hin. Das ist widerlich. Was hast du da gesagt? Mein Taro ist gut erzogen. Der hat noch nie irgendwo hingepinkelt. Ha! Er ist besser als eine Dirne wie du, die an jeder Ecke die Beine breit macht. Beruhige dich und sei leise, ja? Das Schicksal wollte es, dass wir uns hier getroffen haben. So ist es nun. Bitte sagen Sie, der Sie eben gerade gekommen sind, hä? Sie sind doch ein Samurai, habe ich nicht recht, mein Freund, was? Ich kann das riechen, ich habe eine sehr feine Nase. Sagen Sie mal, was halten Sie davon? Würde es Ihnen vielleicht gefallen, wenn ich Sie ein kleines bisschen massiere? Ich rate Ihnen ab, verehrter Samurai. Machen Sie es nicht. Er tut, als ob er Sie massieren würde, dabei stiehlt er Ihnen was aus Ihrer Tasche. Und wenn Sie eingeschlafen sind, schneidet er Ihnen glatt den Hals durch. Was redest du denn da? Du bist doch hier der Taschendieb. Gestern Abend hast du gerade erst mein Tabaketui geklaut. Du bist ein gemeiner Dieb. Das klingt doch eher nach Jiro Kichi. Taschendieberei ist seine Spezialität. Ich bin nämlich ein anständiger Gauner. Gibt es denn anständige und unanständige Gauner? Jetzt hört doch endlich auf damit. Ach, nein, warum bin ich bloß in dieser Hölle gelandet? Oh, wir werden bewacht und können nicht fliehen. Ich dachte, ein Samurai könnte uns helfen, aber die haben entweder Tuberkulose oder sie ziehen ein kleines Kind hinter sich. Ja, verflucht, ich hab vielleicht ein Saugelenk. Du hast ja so recht, Kind Patschi. Wieso ist die Welt so finster? Es ist zum Verzweifeln. Du lebst doch sowieso die ganze Zeit im Finstern. Halt dein dreckiges Maul! Es ist eine Gemeinheit von dir, einen armen und schwachen alten Mann zu zwingen. Heul doch, du dummer Drecksack! Hört doch auf, ihr beiden Streithähne. Seht mal, der Junge. So unbekümmert turnt er herum. Na, du kleiner Mann, willst du hoch hinaus? Ich will Mann gegen Mann mit dir kämpfen. Steh auf. Los, steh auf! Steh gefälligst auf! Du sollst aufstehen, hab ich gesagt! Steh auf! Also gut. Du wirst schon sehen, was mit deinem Kind passiert. Wenn du mich gegen mich antrittst, werde ich dieses Kind. Einen Moment, halt! Was ist denn? Denkst du nicht auch, dass es genug ist? Nun mal ganz ehrlich, hör gut zu. Ich möchte dir etwas sagen. Wer will sich schon mit einer Räuberbande, wie ihr seid, anlegen? Das wäre doch verrückt. Er ist zwar herrenlos und verarmt, aber immerhin ein Samurai. Ein Samurai kann nicht den Kampf verweigern und vor allen Leuten Angst zeigen. Deshalb lässt er sich von dir schlagen und hält still. Hast du denn so etwas nötig?
Lass ihn doch in Ruhe. Was soll die Aufregung? Und noch etwas, hörst du? Ein Kind zu quälen, nur damit du ihn zu einem Kampf provozieren kannst. So etwas tut ein richtiger Kerl doch nicht. So, so. Für eine dreckige Dirne war das eine kluge Rede. Gut einverstanden. Ich lasse ihn gehen. Allerdings, dafür möchte ich sehen, wie ein Feigling und eine Dirne sich umschlingen. Was hast du gesagt? Ich sagte umschlingen, klar? Und zwar jetzt, das wird hübsch anzusehen sein. Oh ja, sowas sehe ich gern, das ist eine gute Idee. Eine nette Abwechslung. Hey, was soll das heißen? Nein, ich will das nicht. Halt, Augenblick. Deinen Körper zu verkaufen ist doch nichts Neues für dich. Du spielst deinem Mann vor, dass du ihn gern hast, und dann klaust du ihm sein Geld. Ich möchte mal gern sehen, wie du das machst, du kleine Nutze. Der Teufel soll dich holen. Du weigerst dich also? Lieber will ich tot sein. Na schön. Dann töte ich dich. Willst du es nun tun oder nicht? Los, stoß doch zu. Tu es, ich habe keine Angst. Ach nein? Dieses Weib! Nein, warte. Meinen Sie, dass ich... Also Sie... Sie wissen, welchem Gewerbe ich nachgehe. Als ob sie Jungfrau wäre. Sie fühlt sich wie eine Heilige, weil sie denkt, sie kann damit jemanden retten. Eine ganz schön feuchte Heilige.
Das ist die Hölle. Die wahre Hölle. Namu Amidabu zu Namu Amidabu zu Namu Amidabu zu Namu. Hör auf damit, bitte! Wenn du in dieser Situation zu beten anfängst, machst du mir noch viel größere Angst, als ob ich sterben müsste. Leben, das ist sowieso bloß eine einzige Hölle. Sag doch, wenn sie von hier weggehen, wie geht es dann weiter? Die können uns doch nicht für immer hier festhalten. Hier in dieser Badehütte sind wir die einzigen Gefangenen. Aber draußen sind noch viele einheimische Bauern. Was soll denn mit denen geschehen, wenn die Räuber eines Tages weiterziehen? Meint er wirklich, dass sie die alle umbringen werden? Also ich glaube das nie im Leben. So viele Menschen kann man gar nicht auf einmal töten, das sage ich euch. Doch, keiner wird es überleben. Sie töten uns alle. Was? Wieso denn? Warum sollten die sowas tun? Na, weil sie eben eine Räuberbande sind. Sie sind eines Tages in dieses weit abgelegene Dorf gekommen, um hier während des Winters Quartier zu nehmen. Und sie warten darauf, dass ihre Taten verjähren und sie nicht mehr vor Gericht gestellt werden können. Euch ist hoffentlich klar, diese Räuberbande ist ein Haufen von Einbrechern. Von Mördern, Brandstiftern, Menschenhändlern, hungrigen Samurai, Obdachlosen, Vergewaltigern und Ex-Häftlingen. Sie haben sich zusammengetan, weil sie in der Gruppe ihre Arbeit besser organisieren können. Und es werden immer mehr, die in dieses Dorf kommen. Sie sind brutaler als alle Teufel zusammen, die in der Hölle lauern. Außerdem ist auf ihre Köpfe eine hohe Belohnung ausgesetzt worden. Sie sind allesamt gesuchte Schwerverbrecher. Wisst ihr was? Ich habe vor kurzem etwas gehört. Ein Händler, der Medizin verkauft, hat's erzählt. Es gibt irgendwo eine Bande von Kopfjägern, die sich 12 Tiere nennt. Das kommt von den 12 chinesischen Sternzeichen. Wie er mir erzählt hat, besteht diese Gruppe aus allen möglichen Männern. Es sollen noch Samurai dazu gehören, auch Mönche und sogar Yakuza. Und sie sollen alle ein scharfes Schwert tragen. Sie können auch sehr gut mit diesem Schwert umgehen. Sie haben alle schon sehr viel Kopfgeld eingesackt. Zufälligerweise sitzen hier auch ein Mönch, ein Yakuza und sogar ein Samurai. Aber was für einer. Es ist ein Jammer. Oh je, wieso hab ich nur immer so ein Pech? Oh, was für eine schreckliche Ungerechtigkeit. Taro, du bist der Einzige für mich. Hörst du, Taro? Wenn ich sterbe, dann nur mit dir zusammen. Du hast auch nur Leid in deinem Leben gehabt. Kinpachi, weine nicht. Ich bin doch noch da. Wenn sie dich töten, werde ich bei dir sein. Darauf kannst du dich verlassen. Ich höre dir. Halt die Klappe, wenn ich mit dir den Fluss zum Jenseits überschreite, dann würde der Fährmann sich ja zu Tode erschrecken. Geh weg, du bringst mir nur Unglück. Los, verschwinde. Mann, geh weg. Komm mir bloß nicht zu nah, du Todesbote. Ich... Hört ihr alle, seid doch gnädig. Ich bitte euch inständig, helft mir doch. Ich bitte euch, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht allein. Sie sind doch ein Samurai, Herr. Wenn die anderen auch bereit sind zu sterben, ich möchte nicht sterben, Herr Samurai. Helfen Sie mir, retten Sie mich vor dem Tod. Ich habe so schreckliche Angst, ich will nicht sterben. Hey, lass doch diesen Unsinn. Du willst ein Mann sein und veranstaltest so ein Geheul. Wie man gesehen hat, gehört dieser prächtige Samurai hier auch zum schamlosen Gesindel, wie die anderen. Wenn man zu ihm sagt, er soll eine Frau umarmen, dann tut er brav, was man ihm befohlen hat. Schamlos ist er schlimmer noch als dieser Affe. Sei endlich still. Du weißt ja nicht, was du da redest. Genji oder wie du heißt. Was seid ihr denn schon für Leute? Lächerliche Taschendiebe oder kleine Gauner? Was hast du da gesagt? Ich kann es dir erklären. Ich bin vorhin bereit gewesen, mich umbringen zu lassen. Aber der Herr dort hat meine Absicht durchschaut. Und er hat die Schande in Kauf genommen und mit mir geschlafen. Er hat sich als sehr großherzig gezeigt. Er hat es getan, ohne dass er einen Vorteil hatte. Dieser Samurai hat seine Würde und Ehre weggeschenkt, um so einer wie mir das Leben zu retten. Verstehst du das nicht? Bilde dir bloß nichts ein.
Ich kann dazu nur sagen, auf der Welt gibt es eine Menge Samurai, die sich nicht scheuen, eine Dirne zu kaufen. Gibt es unter all diesen Samurai einen einzigen, der sein Leben riskiert, um eine Dirne zu retten? Das hat er nur getan, weil er sein eigenes Leben retten wollte, oder etwa nicht? Kannst du es nicht verstehen? Dann frag doch mal dein Ding, wenn du mir nicht glaubst. Was sagst du da? Kannst du eine Frau umarmen, wenn du um dein eigenes Leben zitterst? Na, wie sieht es damit dann bei dir aus, hä? Und jetzt lass mich in Ruhe! Geht nicht fort! Mein Herr! Herr, wo wollt ihr denn nicht hin? Es ist sehr gefährlich! Ihr müsst vorsichtig sein! Hey, wo willst du hin? Ich möchte baden gehen. Na schön. Wasch dir ruhig den Hals, bevor er dir durchgeschnitten wird. Dieser Ort, an dem wir hier sind, der trägt den Namen Gomori. Der Name bedeutet Fledermaus. Und der passt genau zu dem Ort. Wissen Sie, wieso? Ich möchte es Ihnen erzählen, wenn Sie erlauben. Fledermäuse leben ganz leise und unauffällig. Im Schatten von Bäumen oder in Höhlen. Damit sie von den Menschen nicht bemerkt werden. An diesen Ort kommen all die Menschen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen sind. Weil sie hier ein wenig Ruhe finden wollen. Deshalb wird diese Raststation Gomori genannt. Aber diese Verbrecherbande hier, das sind keine Fledermäuse. Sie sind Wölfe und sie haben Reißzähne. Sie fressen sogar uns Fledermäuse. Sie wollen uns vernichten. Sich mit uns den Bauch vollschlagen. Sie werden so lange an diesem Ort bleiben, bis es nichts mehr zu fressen gibt, bis zur letzten Fledermaus. Seit wann sind Sie schon eine Gefangene? Schon seit einem halben Monat. Nicht lange, nachdem wir hier im Badehaus angekommen waren. Wir konnten nichts gegen sie unternehmen. Denn sie sind so schrecklich brutal. Alle haben Angst vor ihnen. Die Bauern haben einmal versucht, sich mit ihnen anzulegen, aber das ist schiefgegangen. Die anderen sind einfach zu viele und sie schrecken vor nichts zurück. Jetzt warten die Bauern nur noch darauf, dass sie diesen Ort wieder verlassen. Sie sind eben auch nur ängstliche Fledermäuse. Sie verstecken sich und hoffen wie wir auf Hilfe von außen. Aber sie sind doch vielleicht... Verzeihen Sie. Wollen Sie es mir nicht verraten? Warum sind Sie hier an diesen Ort gereist? Ich bin nur ein Badegast. Oh nein. Sie sind nicht wie die anderen Männer. Sie sind mutig, haben keine Angst vor dieser Bande. Ich glaube, Sie sind vielleicht doch dieser Wolf. Kurz bevor ich hier kam, habe ich gehört, es gibt einen Kopfjäger, genannt der Wolf mit dem Kind. Naja, aber das ist wohl nicht möglich, dass ein starker Held erscheint, um eine ganze Bande im Auftrag der Regierung zu töten. Hallo, Junge. Komm her, ich wasche dich. Komm hoch, mein Kleiner. Du bist schon ganz schön schwer, weißt du das? Hast du denn gar keine Angst vor dieser Bande? Ach was, kein bisschen. Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Eine Frau wie ich, die wird mit zunehmendem Alter immer härter. Es ist mir egal, wann ich sterbe.
Was ist denn los? So spät in der Nacht. Na gut. Du wirst es erzählen. Sag es allen. Ja. Also schön. Ich bin im Auftrag vom Boss unten in der Raststation gewesen, um mich mal dort umzusehen. Und ich habe eine schreckliche Nachricht erfahren. Die dortigen Beamten wussten nämlich, dass sich hier in Gomori eine Räuberbande versteckt hält. Wieso das denn? Hör weiter zu. Ich habe sie natürlich gefragt, warum sie dann dort nicht eingreifen. Und es stellte sich heraus, dass die Kopfjäger, die 12 Tiere, sich dort verstecken, um uns aufzuspüren. Diese 12 Tiere? Richtig. Diese Kopfjägerbande, die schon einen Haufen Kopfgeld einkassiert hat, die sollen hier oben sein. 6 Leute davon sollen sich hier schon versteckt halten, so wurde gesagt. 6 Leute von denen? So ist es. Wer sind sie? Wer kann das sein, dieser Mann mit dem Kind? Das ist gut möglich. Und es gibt noch einige andere in dieser Badehütte. Außer in diesem Badehaus ist niemand, der von woanders kommt. Sie haben sich als Badegäste getarnt, um sich unsere Köpfe zu holen. Bringt sie alle um! Ganz egal, ob Mann oder Frau. Alle, die in der Badehütte sind, sie werden niedergemacht. In Ordnung. Das ist nicht notwendig. Was ist? Was ist notwendig? Ihr seid wohl verrückt. Nicht so hastig. Wir sind zwar die Kopfjäger 12 Tiere, die hinter euren Köpfen her waren. Seid ganz ruhig. Wir wollten uns eigentlich heute Abend schon alle eure Köpfe holen, aber wir haben es uns anders überlegt. So ist das. Wir sehen die Dinge jetzt ein wenig anders. Aha. Ja, und wieso? Jeder eurer Köpfe ist 10 Rio wert. Selbst zusammengezählt macht das höchstens 200 Rio. Doch wenn wir uns Ito Ogami holen würden. Ito Ogami? Dieser Henker im Auftrag der Regierung? So ist es. Ja, dieser herrenlose Samurai, der mit seinem Kind in die Badehütte gekommen ist, ist der ehemalige Henker der Regierung. Ito Ogami. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich ihn hier sehe. Ausgerechnet an dieser Stelle. Ito Ogami, ich kenne ihn. Dieser Ito Ogami hatte mit dem Yagyu-Clan eine Auseinandersetzung und ist aus seinem Amt entlassen worden. Ich habe erfahren, dass er seither als Kopfjäger, genannt der Wolf mit dem Kind, im ganzen Land umherwandern soll. Der Wolf mit dem Kind, habt ihr gesagt? Ach so, ich verstehe. Deswegen ist er mir also so bekannt vorgekommen. Ich kenne nämlich diesen Namen, der Wolf mit dem Kind. Was der Wolf mit dem Kind mit euch zu tun hat, verstehe ich. Aber ich würde gern von euch wissen, was uns diese Geschichte angehen soll. Ich werde es euch sofort sagen. Man erzählt sich von Ito Ogami, dass er für jeden seiner Aufträge 500 Rio als Lohn bekommen hat. Wenn er 10 tötet, macht das 5000. Mit 20 Getöteten hat er 10.000 Rio verdient. Wenn wir gegen euch kämpfen und siegen, macht das höchstens 200 Rio. So gesehen wäre es doch viel besser. Wir tun uns zusammen und werden eine Riesensumme erhalten. Sagt ehrlich, ist das nicht auch für euch die bessere Lösung? Gibt es zu, Freunde? Hm? Moment mal. Geht es hier tatsächlich um so viel Geld? Ich denke, wenn er wirklich so viel verdient hat, warum sollte er dann elend und abgerissen in der Fremde herumziehen? Er könnte doch mit seinem Kind ein glückliches und ruhiges Leben führen. Wenn man die Yakyu besiegen will, muss man schon einiges an Geld bereitstellen. Wie viel? Mindestens 50.000 Rio. Nein, mehrere 100.000 Rio braucht er, um die Regierungsbeamten zu bestechen. Dann erst kann er die Yakyu besiegen und um Wiederherstellung der Ehre seines eigenen Clans bitten. Und sogar wenn er vorher sterben sollte, kann er sie an sein Kind weitergeben.
Ja gut, ich verstehe. Um diesen mächtigen Yagyu-Clan zu besiegen, muss man alle möglichen Regierungsbeamte bestechen. Sogar den Shogun kann man heute mit Geld in Bewegung setzen. Das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Aber was machen wir? Er war früher der Henker der Regierung. Er muss sein Schwert ganz exzellent führen können. Wie erledigen wir ihn? Das schaffen wir schon. Lasst uns erst mal gemeinsam in aller Ruhe nachdenken. Was hast du damit vor, hä? Ich habe eine sehr gute Idee. Ich werde es euch zeigen. Ihr werdet es erleben. Und los geht es! Um Tiere zu jagen, musst du die große Trommel schlagen. Um Kinder anzulocken, brauchst du eine Bonbon-Trommel. Die 47 Rächer-Samurai schlagen die Feuerwehrtrommel. Um das Publikum anzulocken, schlage die Riesentrommel. Es funktioniert, ja. Jetzt, na los. Ja, schnapp mir. Los, los. Ja. Daigoro! Los. Daigoro! Komm schon. Aber was für ein Zufall, euch hier zu treffen, Herr Itu Ogami. Ihr werdet mich höchstwahrscheinlich nicht wiedererkennen, aber ich dagegen kenne euch sehr gut. Ihr seid es, der meinen jungen Fürsten getötet hat, denn ihr habt ihm mit diesem Schwert seinen Kopf abgeschlagen. Wenn wir diesem Kind hier den Kopf abschlagen, ist das nur die gerechte Rache für unseren getöteten Herrn. Aber heutzutage beherrscht das Geld die Welt. Von Rache allein kann man nicht leben. Ich werde alles vergessen, wenn ihr mir freiwillig das Geld übergebt, das ihr bei eurer Kopfjägerei gesammelt habt. Wie sieht es aus? Wo habt ihr das Geld versteckt? Sagt es. Wenn dieses Kind sterben sollte, und es wird sterben, wenn ihr euch widersetzt, wird euer Wunsch, ihm euer Erbe zu übertragen, niemals in Erfüllung gehen. Geld könnt ihr jederzeit wieder verdienen. Doch der Kampf wäre damit entschieden. Was ist nun Itu Ogami? Wollt ihr, dass eurem Kind der Kopf abgeschlagen wird? Mein Sohn und ich haben Leben und Tod hinter uns gelassen. Wenn es sein soll, dass wir sterben müssen, dann sind wir dazu bereit. Eine Frechheit. Glaubt ihr, es ist uns damit nicht ernst? Dieser Junge hier wird getötet, wenn ihr uns Schwierigkeiten bereitet. Na schön. Ihr habt es herausgefunden. Nein, macht es nicht. Lasst das Kind in Ruhe. Was habt ihr da gesagt? Ihr lasst das Kind runter. So, Eito Ogami. Ich frage euch nicht weiter, wo ihr das Geld versteckt habt. Was ist? Doch wenn ich euren Kopf den Beamten liefere, wird das schon genug Geld einbringen. Das ist auch keine schlechte Idee. Für den Kopf von Itu Ogami wird der Yagyu-Clan einiges an Geld herausrücken. Das ist die klügste Idee von allen. Sein Kopf lässt sich bestimmt teuer verkaufen. Immerhin sind wir ja Kopfjägerfreunde. Das können wir sowieso alle am besten. Mein richtiger Name ist Hikaku Shiwasu von der Mugai-Schwertschule. Ich bin Josuke Minazuki. Ich bin Shinza Sogetsu.
Kangetsu-Schwerkampfschule. Ukyo Shigure. Tanba Somidare. Ich bin der Kämpfer Genji. Seran Yudo. Ukyo Shigarami. Monosuke Izumi. Ito Ogami. Von der Suyo-Schule. Große Worte und nichts dahinter. Los, mach ihn fertig! Vati! Vati! Ich glaube, er ist doch der Wolf mit dem Kind. Das ersehnte Ziel des Wolfes mit dem Kind liegt noch in weiter Ferne. Wie lange wird seine Reise durch diese Hölle noch dauern?